Sigis Band. Ein Applaus bitte nochmal. Willkommen bei Hump ist der Talk zu zwei Sportlerlegenden, die ich mir heute eingeladen habe, die sich mittlerweile beide im zweiten Lebensabschnitt nach der aktiven Zeit befinden. Das ist zum einen der mehrfache Box-Europameister Luan Krasniqi, der vor kurzem seinen Rücktritt von der aktiven Laufbahn verkündet hat. Zuvor aber begrüße ich Eberhard Ginger, den vielleicht besten Turner der 70er und heutigen Bundestagsabgeordneten. So, jetzt kommt gleich der Abgang. Doppelsalto rückwärts mit ganzer Schraube. Und noch eine, jetzt geht's rund, sagte der Spatz und flog in den Ventilator. Zack, einmal rum und nochmal und dann stehen. Passt. Passt. Eberhard Ginger schaut sich und seine nach ihm benannten Ginger-Salto an. Der populäre Geräteturner war in den 70ern und 80ern 36 Mal deutscher Meister, 3-mal Europameister, 1-mal Weltmeister und 1-mal Olympiadritter. Eine Erfolgsgeschichte, die sich auch in der Politik fortsetzt. Eberhard Ginger hier in seinem Wahlkreisbüro in Bietigheim-Bissingen empfängt den Brackenheimer CDU-Vorsitzenden Thomas Paul. Ginger trat 2001 in die CDU ein und ist seit 2002 direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Neckarzaber im Bundestag. Und damit herzlich willkommen bei Hump ist der Talk, Eberhard Ginger. Ich muss sagen, Sie haben den Auftritt genauso gut drauf wie den Abgang damals in den 70ern. Herzlich willkommen, Herr Ginger. Herr Ginger, ich war ein ganz junger Mann, da habe ich Ihnen immer die Daumen gedrückt. Damals bei Olympia in Montreal zum Beispiel, habe ich mir mitgefiebert, wenn Sie da am Reck waren. Deswegen hat es geklappt. Denken Sie da noch gerne dran zurück oder ist das so eine Sache, wo Sie sagen, okay, da gucke ich irgendwie alle 5 Jahre mal in die alten Videos rein? Nee, da denke ich schon mit Genugtuung zurück, weil Olympia 76 war für mich insofern etwas schwierig, weil wir eine ungünstige Gruppe ausgelost bekamen und ich mir Sorgen machen musste, überhaupt ins Finale zu kommen. Und ich war dann so nervös und als dann der Russe Nikolai Andrianow beim Abgang auf den Rücken gelegen ist, dann dachte ich, oh Gott, hat geklappt. Ja, und es ist manchmal leichter, bei großen internationalen Meisterschaften eine Medaille zu gewinnen, als überhaupt ins Finale zu kommen, weil die Aufregung klappt's nicht, man ist selber vielleicht auch nicht unbedingt 100% von sich überzeugt oder wissen die anderen, tun sie vor einem gut oder weniger gut, das hat ja alles Auswirkungen auf die eigene Leistung. Also ich denke da gern zurück, dann 72 war ja ein tolles Erlebnis für mich in München, vor allem habe ich da Olympia so richtig erlebt. Ich bin seither begeistert von Olympischen Spielen. Da läuft man rein und irgendwo oben schwenkt einer eine deutsche Fahne und das ist einfach ein tolles Gefühl. Ja, und 80, das war meine erste politische Erfahrung. Das haben wir ja boykottiert. Und da bin ich damals dabei gewesen, als der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt uns, den aktiven Beirat, eingeladen hat und vor allem natürlich die Präsidenten der nationalen Fachverbände und hat uns erklärt, dass wir Olympia zu boykottieren haben. Und zwar mit ganz einfachen Worten. Er hat gesagt, also ihr könnt von mir aus nach Moskau fahren. Aber wenn ihr fahrt, dann zahlt bitte alles selber. Ja, und dann ist es relativ, relativ einfach. Also er meinte natürlich nicht uns Sportler, sondern die Verbände. Aber mal so ein Unternehmen mit 3, noch was Millionen Euro, das kann der Sport nicht so ohne weiteres stemmen. Sie haben alles bis auf olympisches Gold gewonnen in der ganzen Zeit. Wann war Ihnen denn klar, als junger Nachwuchssportler, dass Sie diese Weltelite mal erreichen können und es auch würden? Das ist schwer zu sagen. Also ich weiß, ich lag als 10-, 11-Jähriger im Bett und habe dann die Wertungsvorschriften studiert und da habe ich gesehen, die machen schon einen Handstand. So mit 13, 14 Jahren hätte ich das dann auch machen sollen. Da dachte ich, das schaffst du nie und plötzlich ging es. Und dann habe ich gedacht, naja gut, also geht weiter. Dann kam ich zu den deutschen Jugendmeisterschaften, wurde ich deutscher Jugendmeister im Jahr darauf und dann kam ich zu den deutschen Meisterschaften, wurde ich deutscher Meister im Jahr darauf und so hatte ich dann immer die Hoffnung, dass es vorangeht. Und irgendwann mal saß ich mit damals Philipp Fürst, der war Olympiateilnehmer 54 zusammen. Und der sagte mir so, als 16-Jähriger kam ich zu ihm, ja, der Kader für die Olympischen Spiele, der steht schon fest und du bist dabei.
Und da dachte ich, wow, gut, gern. Ja, und dann bin ich auch dabei geblieben. Und ich muss Ihnen eins sagen, also wenn man so vorne steht, das ist schon toll. Und diese Position an vorne nicht aufgeben zu wollen, da lohnt sich die Arbeit. Also kommt ein Stück Eitelkeit auch mit dazu? Nee, nicht unbedingt Eitelkeit, einfach Zufriedenheit, Stolz. Man geht ja im Spitzensport in erster Linie auch an seine Leistungsgrenzen und versucht auszuloten, wo geht noch was, wo geht nichts mehr. Bei mir war das relativ deutlich am Boden und an den Ringen zu spüren. Also wenn ich so zum Beispiel an den Ringen einen Schwebestütz gehalten habe und dann gibt es da so eine Übung, dann senkt man die Beine ab und drückt dann mit gestrecktem Körper in den Handstand hoch. Und da haben böse Zungen behauptet, dieses Drücken in den Handstand hätte bei mir genauso lang gedauert wie der Rest der Übung. Das fand ich nicht in Ordnung, aber es zeigte mir, dass ich eben an den Ringen nicht so derjenige bin, der da wirklich was zu leisten in der Lage ist. Oder am Boden haben die Kampfrichter immer den Teppich hochgehoben, um meine Sprünge sehen zu können. Also da war ich auch nicht so gut. Aber am Rektal lief das flott und am Barren lief das ganz gut. Und da habe ich natürlich auch die meisten Titel geholt. Und es hat mir einfach am meisten Freude gemacht, weil ich mit dem Gerät spielen konnte. An den anderen Geräten, die ich gerade erwähnt habe, da war das mehr ein Kampf. Das andere waren Selbstläufer, da haben Sie sich wohlgefühlt, das war quasi Ihr Zuhause, das Reck. Und Sie haben diesen Gingersalto erfunden quasi. Ist das Ihre größte sportliche Leistung, auf die Sie am stolzesten zurückblicken? Naja, sagen wir mal so, es ist sehr angenehm, wenn man im Fernsehen kommt und jemand macht einen Gingersalto und man kriegt so quasi eine kostenlose Werbung im Fernsehen. Aber ich habe den eigentlich gar nicht machen wollen. Ich wollte nach einem wenig erfolgreichen Abschneiden bei den Europameisterschaften in Vilnius 1977, wo dann die Russen, die jungen Russen und Bulgaren mit Flugelementen aufgewartet haben. Und ich kam aus USA zurück und habe immer noch mein altes Zeug geturnt und das noch nicht mal gut, kam nicht ins Finale. Dann stand in der Zeitung, jetzt ist er alt und over the hill und hat sich erledigt. Und dann habe ich gedacht, das muss nochmal angreifen. Habe ich am ersten Tag, als ich ins Training kam, wollte ich diesen Delchev-Salto machen. Ein Delchev-Salto ist eine Riesenfelge rückwärts mit einer sogenannten offenen Drehung zum Kammgriff. Das ist vorwärts dann. Daraus loslassen, Beine grätschen und zugreifen. Klingt sehr einfach. Ja, aber das habe ich nicht geschafft durch das Grätschen der Beine. Ich dachte, er macht einen Salto rückwärts mit halber Drehung, Grätschen der Beine. Dadurch habe ich die Längenachsendrehung zurück zur Stange unterbrochen. Und dann habe ich die Beine zusammengelassen und plötzlich ging es. Ja, und das war aber ein neues Element und das hat dann eben meinen Namen bekommen. Sie sehen, wenn man was nicht hinkriegt, dann kann das auch manchmal was werden. Ja. Unfähigkeit schützt nicht vor Erfolg. Sie haben ein großes Herz. Sie haben es unter anderem einmal bewiesen, als Sie einem DDR-Sportler verholfen haben, in den Westen zu fliehen. Können Sie uns davon erzählen? Ja, das war ganz interessant. Das war nach den Europameisterschaften 1955 in Bern. Der Wolfgang Thüne war 1974 bei den Weltmeisterschaften derjenige, der hinter mir lag. Und er bekam daraufhin den staatlichen Auftrag, mich bei diesen Europameisterschaften in Bern zu schlagen. Und statt mich zu schlagen, ich wurde Zweiter, wurde er 18. Das hat schon mal nicht geklappt. Und dann wurde er zum Kampfrichterkurs eingeteilt. Das war also eigentlich eine Schmach für ihn. Und eine Degradierung, weil da kommen eigentlich nur die Ersatzleute hin. Und dann wurde ich Europameister, kam dann ein bisschen später zum Bankett und meine Freunde und Mannschaftskollegen kamen dann schon auf mich zugerannt und sagten, du sollst aufs Klo kommen, der Thüne ist schon ganz nervös, der will abhauen, der will das mit dir besprechen. Nee. So, und dann bin ich da runtergegangen und habe mich mit ihm auf der Toilette verhandelt, wie das denn nun gehen soll und ob er sich das auch wirklich überlegt hat, denn immerhin, das war 75 Olympia würde für ihn dann durch die Lappen gehen, weil man wird ja gesperrt für 3 Jahre. Und dann hat er gesagt, nee, er will gehen und dann haben wir einen Plan entwickelt und sind dann zu ihm zum Hotel gefahren. Wir haben noch einige Leute im Auto mitgenommen. Dann flog irgendwann mal so ein kleines Säckchen da aus dem Fenster raus und er kam dann mit seiner braun karierten Jacke da durch den Flur geschlendert, holte das Säckchen ab, rannte zu uns rüber auf die andere Straßenseite und wir sind dann nach Freiburg bzw. nach Emmendingen, Teningen gefahren, wo mein Turnfreund Walter Mössinger gewohnt hat. Aber auf der Fahrt dahin habe ich mir überlegt, was du da tust, ist eigentlich gar nicht so gut,
Weil wäre das nämlich bekannt gewesen, hätte ich mir sämtliche Wettkämpfe im Osten oder im Ostblock damals noch im Grunde genommen verkneifen müssen, weil ich hätte ja jederzeit verhaftet werden können. Und Republikflucht ist nach den DDR-Gesetzen kein Kavaliersdelikt gewesen. Eine größere Straftat oder ein Kapitalverbrechen, glaube ich, sogar. Ein Kapitalverbrechen auch wieder nicht, aber jedenfalls eine größere Straftat gewesen. Und damit hätte ich wahrscheinlich nicht mehr in den Ostblock einreisen können. Und die Olympischen Spiele waren ja schon in Moskau. Deswegen haben wir gesagt, wir machen was anderes. Wir sagen, du bist per Anhalter geflohen. Und da muss ich gestehen, das hätte ich nicht erwartet. Das hat 25 Jahre gehalten. Ich glaube, 1999 haben Sie 99 haben wir es aufgelöst, ja. Kurz bevor Sie in den Bundestag gekommen sind, wie kam diese Entscheidung von Ihnen? Quasi nach der Sportlerkarriere haben Sie ja eine Karriere als Selbstständiger, als Unternehmer begonnen, machen Sportmarketing bis heute und sind dann in den Bundestag gegangen. Wie kommt es zu dieser dritten Karriere quasi? Ja, ich saß an meinem Schreibtisch und dann rief Matthias Wissmann, ehemaliger Verkehrsminister, an und fragte mich, ob ich einen Wahlkreis haben möchte. Dann habe ich gesagt, nein. Dann sagt er, aber warum denn? Das ist doch genau das Richtige für Sie und Sie können doch reden und das kriegt auch nicht jeder angeboten und außerdem verdienen Sie da 7.000 Euro und kriegen noch 3.500 Euro steuerfreie Kostenpauschale dazu. Ist nicht viel, ist aber auch nicht wenig. Dann sagt er, aber dann müssen Sie noch 100.000 Euro aufbringen für den Wahlkampf. Dann habe ich gesagt, also hören Sie mal, Herr Wissmann, so toll ist das Angebot dann auch wieder nicht. Ja? Und meinte er, ja, aber das kriegen Sie über Spenden rein und so weiter. Jedenfalls habe ich dann so rumgedruckt, dann sagt er, wissen Sie was, jetzt überlegen Sie sich zwei Monate und dann kommen Sie wieder auf mich zu und dann besprechen wir es neu. Nach zwei Monaten rief er dann an und fragte, wie ich mich entschieden hätte. Und dann ist er, so arg viel weiter bin ich auch nicht. Und dann sagt er, ja, wissen Sie was, jetzt kommen Sie zu mir nach Ludwigsburg, da gehen wir schön essen. Dann können Sie mich alles fragen, was Sie wissen wollen. Dann habe ich gedacht, naja, gut, getreu dem schwäbischen Grundsatz, man glaubt nicht, was in der Nähe geht, wenn es nichts kostet, geh ich mal nach. Und dann hat er mir die Politik von der schönsten Seite erklärt. Was ist denn die schönste Seite? Ja, also was man alles erleben kann, was man alles machen kann, wo man Einfluss nehmen kann, anderen Leuten behilflich sein, Gesetze entsprechend, wenn man selber da Engagement reinlegt, in diese Richtung zu bringen. Und dann wurde ich schon ein bisschen weicher. Und drei Gründe waren dann ausschlaggebend, dass ich es letztlich gemacht habe. Der eine Grund war, ich war ja, wie Sie schon richtig sagten, selber Unternehmer und habe geschimpft hinterm Schreibtisch, wie viele andere von Ihnen auch, über Entscheidungen, die in der Politik getroffen wurden. Und habe ich gedacht, naja gut, wenn du gefragt wirst, an vorderster Stelle mitwirken zu können, politische Entscheidungen mit beeinflussen zu können und du kannst es dir wirtschaftlich erlauben, müsstest du es eigentlich machen. Der zweite Grund war, ich wollte wissen, ob es möglich ist, einen gestandenen Kanzleramtsminister aus dem Sattel zu heben. Damals war der Hans-Martin Buri derjenige, der den Wahlkreis Neckarzaber gewonnen hatte, ein SPD-Kanzleramtsminister zu der damaligen Zeit. Und da wollte ich wissen, ob das möglich ist. Und der dritte Grund war, dass ich einfach das, was ich im Sport gelernt habe, diese Herausforderung, die wollte ich dann tatsächlich auch schaffen. Weil wenn ich mich für etwas entscheide, es zu tun, dann mache ich das mit ganzem Herzen und mit aller Kraft. Und dann habe ich das, was ich im Sport gelernt habe, da angewandt. Erfolgreich sein zu wollen, kann man da lernen. Man kann das Ganze mit Disziplin untermauern. Man kann mit Sieg und Niederlage umgehen. Man muss teamfähig sein, auf das auch hören zu können, was Jüngere sagen unter Umständen, von denen man jetzt glaubt, dass sie nicht die Erfahrung haben, aber trotzdem das umzusetzen. An sich selber zu glauben, von sich überzeugt sein, das muss hingehen bis zur Arroganz. Man muss dann in der Lage sein, von sich anzunehmen, du bist der Beste, du kannst das alles und das alles umzusetzen und dann die Kondition noch dazu haben. Manchmal geht es ja von morgens um 6 am Bahnhof bis abends in die verrauchte Kneipe, wo man noch aktiv ist. Also das dann alles umzusetzen und dann, das habe ich gemacht, 300 Veranstaltungen zwischen Januar und September. Und dann hat es mit 2% Vorsprung gereicht.
Ja. Also wir haben eben ganz viele Eigenschaften beschrieben, die auch unser zweiter Gast des heutigen Abends in die Waagschale werfen kann. Das ist Luan Krasniqi. Er ist kurzfristig zurückgetretener ehemaliger Europameister im Boxen. Gleich hier bei Homebester Talk.